Wir dürfen alle herzlich begrüßen und alle heißt natürlich, nicht nur meine Wenigkeit ist da, sondern Dr. Peter Hartig. Peter, schön, dass du dir Zeit nimmst, denn wir haben ein ganz wichtiges Thema, das dir sehr, sehr am Herzen liegt. Ja, unglaublich, liebe Katja, ich freue mich, liebe Kundinnen und Kunden, ich freue mich auch. Wir haben eine sensationelle Premiere von einem Produkt, was wir schon oft gezeigt haben. Unsere Spirulina, super große Riesendose, das kennen Sie. Aber das, was wir heute gemacht haben, ist für mich eine Sensation, weil passend zu meinem Buch Goldene Zeit, ist seit dem Jetzt haben wir ein Design gestartet, das für mich sensationell ist. Peter, und es ist das Angebot des Monats, das wir haben. Und ich glaube, du hast das Angebot des Monats auch bei dir. Vielleicht, ja, dass wir es uns gleich einmal angucken können. Du hast es gerade schon erwähnt. Es ist das große, wunderbare Thema der Spirulina-Alge, mit der du dich ja schon unfassbar lange, schon über 3 Jahrzehnten intensiv nicht nur beschäftigst, sondern du forschst und bist für mich immer der perfekte Wissenschaftler, denn du denkst an uns Menschen. Ja. Und ich finde gerade auch in der Dose, die wir uns jetzt gleich anschauen bei dir, da spürt man ganz, ganz viel Liebe zu den Menschen. Ja, da muss ich ein ganz großes Kompliment an auch unsere Grafikerin machen. Wir haben das zusammen entschieden. Das ist unglaublich. Also so bekommen Sie die Dose nach Hause. Das sieht jetzt erstmal nicht so schön aus. Aha, wenn man die rausholt. Ah, jetzt lüfte ich das Geheimnis. Das ist unglaublich. Dann sehen Sie eine wunderschöne Schmuckdose, so wie wir sie noch nie hatten. Und es ist unglaublich, ich mache mal die Folie hier ab noch, dann sieht man das noch besser. Die muss natürlich geschützt sein. Und jetzt, das ist der Wahnsinn. Es geht um unsere Erde. Es geht darum, dass alle Kinder glücklich sein sollen. Und ich lese jetzt mal den Spruch vor, den wir hier draufgeschrieben haben. Den finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist von einem Indianerhäuptling, der in British Columbia gelebt hat, Frau Schauspieler. Das Einzige, was die Welt wirklich braucht, dass jedes Kind auf Mutter Erde glücklich heranwachsen darf. Das finde ich so schön. Das ist unglaublich. Mutter Erde und das beste Nahrungsmittel aus Mutter Erde ist wirklich für mich Spirulina. Und wir haben es ja 1974 gesehen, wo die UNO letztendlich, ja, genau, da sieht man sie, und wo die WHO und auch die UNO gesagt hat, also WHO hat gesagt, das Beste soll das beste Lebensmittel werden. Und die UNO hat gesagt, für die Zeiten, wo es uns nicht so gut geht, wo wir nicht so viel zu essen haben, ist es das Nahrungsmittel der Zukunft. Muss man sich mal vorstellen. Das ist natürlich schon unfassbar, ja. Und ich meine, das 1974 ist ja auch so ein bisschen bezeichnend, Peter, weil wann hast du mit deiner Liebe zur Spirulina-Alge, wann ist es losgegangen? Naja, also es ging später los. Ich habe 78 ja dann mit dem Studium angefangen und ich habe meiner Mama immer schon 77, 76 versprochen, ich werde die Pille erfinden, wo alles drin ist, weil ich habe zum Leidwesen meiner Mama nicht viel gegessen. Das war natürlich nicht so toll, aber wo alles drin ist, ja. Und dann habe ich halt in 9 Jahre später an der KFA Jülich, an dem größten Forschungszentrum Deutschlands angefangen, habe dort den genialen Professor Johannes Söder kennenlernen dürfen, der beste Algenexperte Deutschlands war und durfte bei ihm in die Lehre gehen sozusagen. Und er hat mir dann alles beigebracht, was Algenkultivierung angeht. Wir haben die Diplomarbeit geschrieben, ich habe die Doktorarbeit geschrieben. Wir haben viel Austausch gehabt mit Leuten aus Südafrika, mit Chinesen, mit vielen Israelis und so. Also wir waren die Creme de la Creme von 50 Algenforschern. Das war Wahnsinn. Also es war unglaublich. Toll. Da habe ich Spirulina kennengelernt. Aber das muss ja ein unheimlicher Spirit auch gewesen sein, ja, wenn man so mit so vielen unterschiedlichen Nationen an etwas arbeitet. Aber Peter, vielleicht ganz kurz, was ist für dich das Besondere bei der Spirulina-Alge? Weil es gibt sie ja schon sehr, 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 sehr lange. Und ich finde, wenn etwas so viel Milliarden Jahre überstanden hat in einer Welt, wie wir sie jetzt hier haben, dann ist das ja bezeichnend. Ist das für dich auch so ein bisschen eine Parallele zu uns Menschen, zu uns Lebewesen?
Eine Parallele, weiß ich nicht. Also es wäre schön, wenn wir auch 1 Milliarde Jahre auf dieser Erde überdauern würden. Momentan sieht das ja nicht so gut aus. Also wenn wir nicht endlich was tun. Ich habe gerade wieder ein neues Buch gelesen. Das ist einfach, ja, ist heftig. Aber Spirulina gibt es seit 1 Milliarde Jahre auf unserer Erde. Das muss man sich mal vorstellen. 1 Milliarde Jahre. Das heißt, die muss von vornherein perfekt ausgestattet gewesen sein, weil die hat alles, Eiszeiten, Hitzeperioden, Vulkaneinschläge, Vulkanausbrüche, dann die Meteoriteneinschläge, alles über Dinosaurier, alles überstanden. Die hat uns den Sauerstoff geschenkt, dass wir überhaupt leben können. Das ist so Wahnsinn und die war perfekt ausgestattet. Deswegen sage ich immer, es ist ein Geschenk des Universums auf unserer Erde und sie ist perfekt ausgestattet. Sie hat 4000 Inhaltsstoffe, Katja. Das finde ich so Wahnsinn. Mineralien, Vitamine, es ist das proteinreichste Lebensmittel, was wir auf unserer Erde kennen. Da kommt kein Fleisch dran, da kommt kein Ei dran, da kommt nichts dran. Also Spirulina hat über 60 bis 65% Eiweiß, Aminosäuren, Wahnsinn. Die wir brauchen, die Bausteine des Lebens und weitere knapp 4000 Inhaltsstoffe. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Da sieht man sie nochmal. Ja, das ist einfach auch diese dunkelgrüne Farbe, ne? Vielleicht, dass wir auch ganz kurz eben auf die Qualität auch zu sprechen kommen können, Peter, weil gerade bei deinen Spirulina-Algen, du hast ja eine eigene Algenfarm und dann wird ja unter Voraussetzungen, unter den allerbesten Voraussetzungen die Spirulina-Alge gehegt und gepflegt. Also das ist ja auch so ein bisschen eine diffizile Geschichte, ne? Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich kenne Spirulina und Spirulina und verschiedene und manchmal mache ich die Dose auf und ich kann vor Gestank nicht riechen. Das ist bei uns nicht so, weil wir allein unsere Algenfarm ist so groß, da gehst du über 2 Stunden rum, also zu Fuß. Also das ist Wahnsinn. 400 Tonnen produzieren wir da, aber mit den besten Wachstumsbedingungen, besten Klimabedingungen. Das heißt, wir haben ganz viel Sonne, wir haben reines Quellwasser, Süßwasser, wir haben die Mineralien drin, die Spirulina braucht. Wir haben Erkenntnisse meiner Doktorarbeit eingebaut, nicht? Wo ich ja mit Lichtfluktuationen gearbeitet habe, dass die immer wieder zum Licht kommen und nicht in der Tiefe sind, wo sie, weil eins ist klar, Spirulina ist eine Süßwasserpflanze, so kann man sagen. Es ist eine Alge, die braucht Sonne, damit sie wirklich sich produzieren kann, damit sie Photosynthese betreiben kann. Und da profitieren wir im höchsten Maße von. Und ich zeige nochmal, du hast eben die Algen gezeigt. Wir haben es ja sogar geschafft, und das finde ich Wahnsinn, dass unsere Presslinge nicht die Riesenklopper sind, nicht? Also 400 Milligramm oder 800 Milligramm, 1000 Milligramm habe ich auch schon gesehen, sondern nur 200 Milligramm schwer. Das ist ein sehr teures Verfahren, ist ganz klar, weil wir brauchen viel, viel mehr Zeit, um die zu produzieren, aber wir können die super gut aufnehmen. Das ist mir ganz wichtig und das habe ich gelernt, weil unsere Kinder ja schon ab dem 2. Lebensjahr Spirulina gegessen haben. Super. Und die können die Klopper nicht essen, deswegen. Ja, super, prima. Vielleicht, dass wir ganz kurz nochmal erwähnen können, also es ist das Angebot des Monats. Ich würde auch gerne noch einmal abschließend dein wunderbares Buch, das ich allen wirklich empfehlen kann, die einfach nochmal so ein anderes Sinnbild vielleicht, eine unglaubliche Bereicherung fürs Leben. Also kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, Peter. Tolles Buch, das du da geschrieben hast. Und wer jetzt noch mehr wissen möchte über die wunderbare Spirulina-Alge, wir werden auch noch einen längeren Talk machen, Peter, damit wir da noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen auch allen geben können. Aber jetzt schon mal an dieser Stelle herzlichen Dank. Es sind übrigens 3600 Presslinge beim Angebot des Monats. Gerne natürlich auf unsere Homepage gehen von Dr. Peter Hartig und da sich dieses tolle Angebot, diese wunderbare Dose, die einfach so viel Herzblut auch hat. Und ich glaube, diesen Spruch sollten wir uns alle, den sollten wir uns alle annehmen. Und den lese ich jetzt nochmal zum Abschluss ganz gut vor, weil ich finde den so toll. Das Einzige, was die Welt wirklich braucht, ist, dass jedes Kind auf Mutter Erde glücklich heranwachsen darf. Und ich glaube, das sollten wir uns tief im Herzen eingravieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und essen Sie immer gut Spirulina. Herzlichen Dank, Peter. Danke, liebe Katja.